Jens Ritter von Jens Ritter Instruments. Wir sind hier auf der Musikmesse 2012. Und meine Bassneuigkeit dieses Jahr ist der R18, den wir hier sehen. Es war meine Idee, einmal einen Bolt-On zu bauen im Single-Cut-Design. Jetzt haben wir hier verschiedene. Ein Flamed Maple Solid Block, 4-Seiter. Futura schwarze 5-Seiter mit Ultramarin Hardware. Das ist ein glasperlengestrahltes Swamp Ash-Stück, das wir leicht braun angefeizt haben. Das ist der Bass, an dem sich die Geister scheiden. Man hasst ihn oder liebt ihn. Das ist Harrods Bittermint 4-Seiter mit goldener Hardware. Wir haben in allen R8 die neue C3S-Elektronik, eine Dreiband-Elektronik, die man schalten kann. Auf der Rückseite ist der Aktivboost regelbar. Für die Leute, die beim Aktivboost ein bisschen mehr, Kraft haben wollen. Und wir hoffen, dass wir in Bälde ein paar Soundfiles auf der Webseite haben, weil sich schon sehr viele von euch beschwert haben, dass wir das noch nicht, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir hinterher sind. Wenn ihr mehr Infos wollt, geht auf ritter-instruments.com. Ciao.